So, dann müssen wir haben Türen, Stahltor. Ah, da brauchen wir jetzt zwei für. Shit. Und für die Treppe brauchen wir drei. Okay, also es geht jetzt weder das eine noch das andere. Ihr seht schon, es ist jetzt wundervoll rundherum schon mal dicht. Wir müssen dringend trinken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Empty, 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 empty. Bucket fresh water. Den heben wir auf. Oh, schön. Licht ist an. Funktioniert also auch. Empty, empty, empty. Nein, es ist alles empty. Scheiße. Füllen wir uns den hier mal so komplett auf. Ich glaube, sechsmal geht er ran, ne? Ne, fünfmal. Was sagt die Uhr? Sauber. Wir sind voll. Lass den einmal hier stehen. Ich möchte noch ein paar mehr Solar Stills bauen. Was ich aber jetzt zuallererst mal mache, ne? Ich brauche noch viel, viel mehr Laternen, fällt mir gerade auf. So, wenn es dunkel ist, ist es schon echt scheiße. Und hier innen drin ist. Oh, das ist richtig gruselig. So von der Beleuchtung her. Oh, hier außen fehlt noch Balkon. Warum sagt das denn keiner? Ich möchte die gerne. Ich die jetzt. Muss ich dazu auch so zum Horizont gucken? Steht die jetzt? Nein. Warum bleiben die Scheißdinger nicht stehen? Das finde ich scheiße. Ja. Yay, geht doch. Jetzt muss ich nur mal eben. Ich hoffe, ich kann noch so eine halbe Wand bauen. Ohne Hammer geht das sowieso nicht. Ohne Hammer geht das nicht. Wände. Ja, eine geht. So, hier hin und dann, weil wenn wir jetzt hier runterfallen, ist nicht ganz so dramatisch. Wenn wir da runterfallen, sind wir schon mal zu tief im Wasser. So, wir brauchen Licht. Licht ist alles, was wir brauchen. Aber ganz so viele Laternen habe ich ja auch schon nicht mehr. Wo ich schon ganz gut verteilt habe hier eigentlich. Hier sind vier Stück auf einem Haufen, das ist natürlich Schwachsinn. Eine reicht hier. So, hier noch eine und die nehmen wir dann jetzt auch mit. So, ja, so, es müsste reichen. Erstmal. Dann brauchen wir noch ganz viele Distillen, müssen wir noch bauen. Mit dem Holz muss ich auch noch was bauen. Oh, doch so viele noch gewesen. Okay, also hier schmeißen wir eine hin. Hier schmeißen wir eine hin. Hier kommt eine hin. Hier in die Ecke kommt eine. Und hier. Ah, es wird langsam ein bisschen heller hier drin. Gut, dass es nicht so ist wie bei Minecraft oder anderen Spielen. Nein! Ich wollte doch da drauf. Scheinbar. Wir müssten hier vielleicht nochmal eine Leiter machen, dass man da drauf kommt. Ich will oben drauf vielleicht noch ein bisschen Licht machen. So, und dann setzen wir noch eine hier hin und eine hier. Hier noch so eine und das war's dann auch schon wieder. So, dass man sich so langsam im Dunkeln hier auch bewegen kann. Ja, so. Ach ja, das gefällt mir schon ganz gut. Was sagt die Uhr? Halt mal, wir könnten uns mal eine Dose reinkloppen. Und dann machen wir auch schon wieder fast die Rückfahrt. Wo haben wir sie denn? Hier sind noch zwei. Na. Da ist auch noch eine. Ich nehme die mal hier aus dem Wasser und hier von der Sache weg. Was haben wir hier? Eine Waterbottle. Oh, okay. Duct Tape, Lashing. Hier fehlt noch eine Lampe oder hier fehlen generell noch ganz viele Lampen eigentlich. Irgendwie, man sieht zwar, dass hier was ist, aber man sieht nichts Genaues. Das finde ich ein bisschen doof.
Da ist unsere Axt. Und die ganzen Medikamente müsste ich eigentlich auch mal alles aufschmeißen. Aufsammeln, aufschmeißen vor allem. Aufsammeln und hier mit hier reinnehmen. Und hier irgendwie so hinschmeißen. Quatsch. Nee, da. Ach, oh, okay, das geht ja schon wieder. Das machen wir noch direkt. Ein bisschen einmal Inventar voll machen jetzt mit Medikamenten. Dann haben wir die wenigstens alle mal gebündelt auf einem Fleck, weil benutzen geht ja sowieso noch nicht so wirklich. Morphium, Bandagen. Morphium ist ganz wichtig. Haben wir mega viel von. Immer diesen Hang zum Übertreiben. Aber ihr habt es ja gerade auf der anderen Insel gesehen. So. Hier oben sind noch mehr Spritzen. Und noch mehr Bandagen. Da ist noch eine Spritze. Yeah, wir sind voll die Junkies hier auf der Insel. Weg. So. Nehmen wir alles mit. Ja, an dieser Stelle, schön, dass du wieder da bist, Jürgen. Ich hoffe, du hattest einen tollen Urlaub. Hast dich gut erholen können. Okay, da ist alles voll. Gut. Dann gehen wir jetzt mal eben hier hoch. Immer dieses Mal eben. Ich kriege das nie aus dem Kopf. So, hier hinten schmeißen wir jetzt... Ups. Ach, egal. Schmeißen wir alles hier so querbeet. Oder? Antibiotika. Gut, dass man Antibiotika hat, ne? Also... Vitamine haben wir gar keine mehr. Also Vitamine haben wir jetzt nur die paar mitgenommen. Schmeißen wir einen ganzen Bandagenhaufen hier hin. Und das ganze Morphium. Was ich gar nicht benutzen kann. Das ist natürlich gut. Hui! Nein, nein, wir haben kein Drogenproblem. Uns geht's gut. So. Ah, Vitamine. Und da sind noch ganz viele andere Antibiotika. Das nehmen wir natürlich alles mit hier. So, Antibiotik. Und noch ein paar Bandagen. Ein Stick haben wir jetzt auch dabei. Da sind noch Spritzen. Mit Morphium. Was haben wir hier? Ein Label Maker. Ich weiß noch nicht, wofür ich den brauche. Wenn man den überhaupt schon benutzen kann. Ich befürchte es nicht. Befürchte, es geht noch nicht. Ich glaube, ich möchte generell langsam... Also wenn wir jetzt dann die zweite Etage bauen. Bauen. Am nächsten Tag so ungefähr. Wenn wir die zweite Etage bauen, dann... werde ich mal zusehen, dass wir auch den ganzen anderen kleinen Scheiß hier reinkriegen. Das ist natürlich ein bisschen doof, immer alles hier so. Also alles unten ist natürlich cool, wenn es ein Hotel werden würde. Ja, damit die Leute hier alles schön... Könnte man direkt hier so halbe Wände ziehen. Hier noch eine hin, hier noch so eine hin. Ich mag das nicht, wenn das so voll ist. Also, dann machen wir hier... Wo machen wir denn die Treppe hin? Wenn wir hier reinkommen... Da ist der Abgang nach unten. Vielleicht könnte man die Treppe hier dann so hinsetzen, ne? So direkt an den Balkon. Hier runter machen wir dann die Treppe, die nächste. Den Label Maker. Und wir können mal zuhauen, okay. Schmeißen wir mal hier zu. Und wir haben noch 4 Spritzen gefunden. Ja, schön. Also so eine kleine, ne? Ja, jetzt haben wir 11:30. Jetzt können wir pennen gehen. Und vor allem auch mal wieder speichern. Das Ganze. Schlafen. Dann haben wir, müssten wir Tag über haben. Und ja, ich glaube, dann fahren wir auch wieder zurück.
hauen uns das ganze Inventar voll mit, ne? Krempel. Oh ja, Hunger ist nicht so, also Hunger ist nicht mehr so ganz so das Problem. Vor allem reichen die Dosen echt gut. Aber Wasser ist echt auch noch ein Problem. Im Moment zumindest. Steine. Ich muss gleich. Ach, hier sind noch ganz viele Dosen. Huh. Regnet es? Es regnet. Das ist schön. Cool. Die Wasser. Da. Die Wasserflasche ist natürlich me mega cool. So, jetzt haben wir alles voll. Die Eimer füllen sich jetzt auch langsam wieder. Man sieht's schon. Geil. Ich will jetzt aber nicht im Dunkeln losfahren. Das ist doch. PPAA ist das doch. Duct Tape. Also ich mache jetzt unten eine Rumpelkammer. Eine Rumpelkammer. Nehmen wir erstmal Duct Tape, alles mit hier ist ja ganz viel. Auf der anderen Insel liegt auch noch mega viel Duct Tape. Und dann würde ich sagen, gucken wir gleich auch mal, was auf der anderen Insel, also auf unserer ersten Heimatinsel, alles so noch liegt an Kleinscheiß, den man vielleicht noch mitnehmen kann. Lashing, Duct Tape, Lashing. Nehmen wir schon mal mit, da liegt auch noch Duct Tape. Da auch. Oh, hier liegen noch Steine, aber nur drei Steine, das ist natürlich blöd. So, nehmen wir den Kleinkrempel mit. Also sprich Duct Tape und Lashings. Wie viel haben wir noch? Zwei Plätze, das müsste reichen für die Dosen. Können wir die schon mal mitnehmen? Müssen die auch nicht hier draußen im Sand liegen? So, das war dann. Da ist noch ein Lashing. Und dann schmeißen wir das schon mal alles ins Haus. Mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen sortieren hier schon mal so. Vorab, gerade jetzt, wo es regnet, die Dosen. Wasserflasche erstmal hier hin. Dann die ganzen Dosen hier in die Ecke. Die lustig, obwohl sie rund sind, sich lustig stapeln lassen. So, Lashing schmeißen wir hier hin. Alle. Die lassen sich auch so lustig stapeln. Und dann die 10 mm Duct Tape. Die werden dann mal hier gebunkert erstmal so. Mein Gott, wie viele sind. Oh! Ja, auf einer einsamen Insel braucht man Duct Tape. Definitiv. Das ist alles noch in Ordnung. Das war unsinnig. Und da hört es langsam auch schon wieder auf zu regnen. Schön, dann können wir ja doch langsam. Oh, Sonne. Aber richtig krass. So. Dann würde ich sagen, weil wir auch im Dunkeln können wir definitiv hier auch weiter bauen. Würde ich sagen, machen wir jetzt, glaube ich, fahre ich jetzt nochmal rüber. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich jetzt gerade wieder aufnehme. Das ist blöde. Boing. Fahren wir jetzt darüber oder holen wir jetzt erst das ganze Inventar einmal voll nochmal mit. Also immer wenn ich ans Meer komme, wird's ruckelig. Das finde ich doof. Aber gut. Motor. Also einmal hier rumpf. Da liegt. Ne, da liegt kein Stahlträger. Einmal hier rumfahren, weil hier. Ups. Da ist, glaube ich, eh nichts, was wir brauchen. So wirklich. Außer vielleicht ein paar Lashings, aber das macht jetzt auch nicht so viel aus. Ja, ich sehe nicht mehr, wie lange ich aufnehme, weil ich ein bisschen hier am
an der Konfiguration geändert habe, dass ich nicht mehr zwei Monitore habe. Dementsprechend habe ich OBS jetzt nur noch im Hintergrund laufen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht, ich glaube, ich ändere das einfach wieder. Das ist nämlich ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Es ist halt doof, weil ich nicht mehr sehe, wie lange ich aufnehme. Eins, zwei. Also wir haben drei breit, das heißt sechs. Und dann bräuchten wir drei und drei, richtig? Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, 9, hoch, 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 hoch. 9. Wir bräuchten 18 Lashings. Dann könnten wir nochmal einmal rundherum ein vergrößern an dem Gerät hier. Dann hätten wir es noch ein bisschen größer. Vielleicht passt das ja dann besser. Gucken wir mal eben, ob ich hier Lashings hingeschmissen habe irgendwo. Oh, das Wetter ist heute aber echt komisch. Da liegen sie doch schon, oder? Eins. Ein Lashing liegt hier rum. Zwei. Steinteile liegen, also Stone Tools liegen hier, das ist schon mal auch nicht ganz unwichtig zu wissen. Ich habe das aber auch Mist gebaut hier. Also nicht Mist gebaut, aber ich habe schon ein bisschen komisch gebaut. Alles so blöde Plätze. Ach, da sind Lashings ohne Ende. Okay, hier sind nochmal Airtanks, ganz viele. Damit könnte man dann unter Wasser atmen. Jetzt ist der, glaube ich, leer. Na egal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 und dann müsste das müsste jetzt schon ausreichen, dass wir rundherum noch mal mehr bauen können. Was ich blöde finde, das habe ich jetzt aber auch, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Ich kann nur, also ich fische nicht, also ich kann nur Haie sämtlicher Varianten ins Spiel bringen, wenn ich so eine Insel baue, ja. Und also ich kann nur Haie ins Spiel bringen und Marline beziehungsweise. Na komm schon, ich will einen weiter. Das muss doch. Okay. Also nur, sprich, Raubfische. Die anderen Fische kann ich nicht einbringen. Genauso wie ich aber auch keine. Keine Schweine oder so einbringen kann ins Spiel. Das ist genauso ein bisschen bescheiden. Aber ich soll mal so ein paar Schweinchen auf so eine Insel setzen, damit wir eine Fleischreserve haben. Wäre ja mal was. Würde ich jetzt mal so behaupten. Barrels. So. Ah, da ich hier genug Lashings habe, baue ich das Boot jetzt einfach mal ein bisschen aus. Vielleicht baue ich dann auch oben drauf Stahlträger. Machen wir mal ein bisschen fetteres Boot hier. Ich meine, dafür ist der Motor wahrscheinlich da ein bisschen zu schwach. Alle hopp.
Ali, hopp. Nein! Du Sauboot. Obwohl, man könnte es ja. Obwohl, so steht es, glaube ich, gar nicht verkehrt, oder? Machen wir jetzt hier so ein Batman-Mobil. Ja, machen wir es wirklich so ein bisschen hier vorne mit so Auslegern dran. Da ist der blöde Hai, der uns umhauen will. Du kommst als nächstes dran mit deiner Sippe. Sobald das Boot jetzt fertig ist. Sobald das Boot fertig ist und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf Haijagd. Weil dann heißt es wirklich danach nur noch Haus bauen. Das reicht schon an Barrels. 7 Stück in der Nähe. Es sind so viele Fässer hier. Und selbst wenn die nicht ausreichen würden. So. Bam. Jetzt möchte ich hinten auch noch ein und zwei dran machen. Wenn ich denn noch genug Lashings habe, jawohl, 3 Stück kann ich noch setzen. Dann kriegt das Ganze auch immer mehr Auftrieb. Das ist natürlich mega gut. Also ehrlich, wer war das denn hier? Man sollte mal Greenpeace anrufen, ne? Bojen hier im Wasser. Ali, hopp. So, setzen wir diese jetzt noch hier dran, ne? So. Was jetzt natürlich nicht geht, warum auch immer. Zumindest verarschen. So. Was? Schon ein cooles Boot, also schon schön groß. Boah, du Miststück. Du Miststück, komm her. Kriegst mit dem Hammer einen auf die Mütze. Komm, put, 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 put. Na komm. Der traut sich nicht, der Sauhund, näher ranzukommen. So, was sagt das Inventar? Ach, wir haben noch Lashings. Bauen jetzt die MS Poseidon und fertig. Und dann, ja. Mache ich auch, glaube ich, erstmals Schluss. Keine Ahnung. Ich habe gerade so Bock da drauf, deswegen gibt es im Moment auch wieder 2 Folgen pro Tag. Weil ich im Moment wieder so Bock da drauf habe. Weil, an dieser Stelle, ne, danke für den Mega-Tipp. Ah, wir haben nur Durst, das ist aber nicht so dramatisch. Fässer ohne Ende. Bohnendosen gibt es ja hier auch ohne Ende. Wir nehmen jetzt noch mal ein paar Steine mit. Wenn ich sie denn irgendwo finde. Ich hätte hier auch irgendwo Steine hingelegt. Ist kein Problem. Es wird lustig, wenn das nicht reicht, was hier alles auf der Insel liegt. Einfach die ganze Insel rausschmeißen, neu laden. Und alles ist wieder da. In gleicher Menge. Muss ich sowieso, weil ich habe vergessen. Ich habe vergessen, die Stahlplanken hier einzusetzen. Oh, das sind schon viel zu viele. So viel wollte ich gar nicht. Huch, naja, egal. Was wir haben wir, das haben wir. Nehmen wir mal hier die letzte Reihe. Die letzte Reihe, achso, die hat schon hier aufgehört. Nehmen wir alle mit, 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 alle mit. Zack. Ach, guck mal, schon langsam, dass wir die erste Reihe fertig haben zum. Boah, Wahnsinn, wie lange geht denn das hier noch?
Jetzt sind wir dann tatsächlich voll. Dann fahren wir mal zurück. Es wird auch dunkel, das finde ich jetzt natürlich mega scheiße, weil ich die Taschenlampe auch nicht mehr bei habe. Somit bauen wir hier ein Shelter und schlafen, aber das ist ein bisschen früh. Wir können hier auch nichts machen. War auch eigentlich, ups, nicht so geplant. Mit der Übernacht. Mein Gott, liegt das Ding riesig hier. Doch, ich hab sie noch bei. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Boah, Lenkung ist jetzt gar nicht mehr und Saft hat das Ding auch keinen. Da unten schwamm ein Hai. Ich hab kein Gefühl. Ein großes Boot, ja, damit er nicht so kentert, ist okay, ist cool. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl für die Lenkung hier. Beziehungsweise ich habe keine Lenkung. Also, so paddelt sich das schon ganz gut. Nur mit dem Lenken ist schon ein bisschen scheiße. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr Boote habt? Sind die auch so miserabel von der Lenkung her? Ich weiß das Ganze nicht, ehrlich. Bringt das was, wenn man dann einen zweiten und dritten Motor dran setzt? Kann man die Power dann ein bisschen verstärken? Das da ist unsere Insel, also die Startinsel. Ja, dann schauen wir mal, wo wir jetzt auskommen. Wir müssten eigentlich theoretisch ganz geradeaus jetzt genau auf unsere Insel kommen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auf so einem Boot wie dieses, was ich jetzt hier habe, würde ich mich des Nachts nicht draufsetzen und rumpaddeln. Ganz ehrlich, ich würde aber auch nicht in so einem kleinen Floß da sitzen, in dem Gummiboot. In dem da, was wir jetzt wahrscheinlich gleich volle Kanne rammen werden. Jawohl. Bams. Schön geparkt, lassen wir so. Guten Tag, wir sind zu Hause. Sagt die Uhr. Ich sehe das nicht. Ah, okay. Wasser, Hunger. Ja, geht eigentlich. Ich baue jetzt erstmal noch ein bisschen. Ist ja noch früh. Und zwar, was ich bauen möchte, zuallererst noch ein paar Solarstills. Wir haben ja nun mal auch noch genug. Genügend Eimer zur Hand, die ich, Moment, jetzt mache ich natürlich was total Blödes, weil die sind natürlich alle voll. Und wir haben Durst. Das ist natürlich äußerst dämlich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Ist egal. Machen wir uns hier so eine Wasserfarm. Mal schön hier daneben setzen noch. Und noch ein, so 6 Stück sollten, glaube ich, reichen erstmal. So. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eimer. Die könnte man alle noch hier nebenstellen, dann haben wir, glaube ich, gar keine Wasserprobleme mehr. Nie wieder. So. Ja, 8:30. Man kann schlafen gehen. Obwohl, dann ist es relativ dunkel noch. Morgengrauenmäßig, wenn wir jetzt wach werden. Naja, egal. Speichern. Und schlafen. Ja, schauen wir mal, was jetzt ist.
Ist eigentlich so langsam Morgengrauen. Ja, Mond geht unter. Wie man sieht, wunderschön. Unsere Hütte wunderschön. Und Inventar ist auch noch schön voll mit Stahl. Ja, ich baue jetzt zuallererst, damit ich nicht wieder frage, wo sie hinkommt, baue ich jetzt hier die Leiter hin, damit man natürlich wieder nicht geht, weil hier die scheiß Lampe im Weg ist. Geht auch. So. Ach so, da kann ich nicht bauen, weil wahrscheinlich, weil da direkt die. Dann würde ich sagen, machen wir das später einen daneben. Also einen davor. Dann machen wir jetzt hier Flurs. Stilflur natürlich. Setzen den erstmal hier in die Ecke. Das müsste nämlich passen eben. Und jetzt können wir, glaube ich, hier vorkommen, wenn wir die Leiter setzen, ne? Schön. Yeah. So, die zweite Etage kommt auch langsam. Hier mache ich, glaube ich, was anderes drauf als Dach, weil ist ja draußen, ist ja Balkon. So, dann weiter geht's. Flur, Stilflur, der müsste auch passen eben. Und da hinten, wenn ich da dran komme, müsste der auch schon passen. Flurs. Na. Na, jetzt muss ich hier so ein bisschen. Ja, genau, dort. Zack. Hui. Aber es regnet schon wieder. Cool. Ist natürlich blöd, weil wir keine Früchte hier auf der Insel haben, obwohl wir jetzt so viel Zeit hier verbringen. So, das ist cool. Jetzt machen wir hier eine halbe Wand hin. Oder? Ja, doch, ich mache hier eine. Also, erstmal mache ich jetzt draußen die halbe Wand fertig, damit keiner mehr abstürzen kann. Und zwar hier. So, ist der Balkon auch schon mal voll ausgebaut. Coole Action. So, hier haben wir jetzt Kitchen, ne? Kitchen, Kitchen, Kitchen. Und zwar halbe Wand. Machen wir eine oder zwei an Kiche. Ich möchte gerne Schräge hier erst einsetzen. So. Und dann machen wir eins, zwei hier rüber. Drei. Ein nach da und einmal nach da. Also wartet. Wände. Ich brauche jetzt immer ganz viele halbe Wände. So, mal eine hier hin. In der Hoffnung, dass das am Ende alles hält mit den Wänden und dass ich dann auch die Dächer draufsetzen kann. So, dann haben wir hier so ein Vorratsräumchen eng quasi. Ja, da geht wieder nicht, da ist die scheiß Lampe im Weg. So, haben wir hier einen Raum. Und hier kommt jetzt eine Tür rein. Türrahmen. Ob ich die wirklich richtig mit Türen jeweils mache. So, haben wir hier so einen Vorratsraum mit unseren ganzen Drogen. Und hier drüben machen wir dann Küche genauso groß. Obwohl, nee. Küche machen wir größer. Wobei ich glaube, das passt am Ende wieder nicht mit den Wänden. Na, komm schon. So. Hier eine hin. Die Lampe muss dann da mal weg ein bisschen. Und dann die nächste Wand. Hallo, komm, 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 wo sind Sie? Stahl, Stahl, vor allem Stahl. Scheiße, das war blöde. Obwohl. Ich brauche wahrscheinlich hier in der Ecke am Ende so einen Pfeiler wieder. Den es nicht mehr gibt. Weil dieses blöde Spiel den rausgenommen hat. Was ich eigentlich total scheiße finde. Weil ich habe mir überlegt, Balkone zu bauen und das geht mit denen. Geht ja so nicht. Ich kann ja nicht überall nur so halbe Wände von außen vor allem machen. Also sprich, wenn ich die jetzt. Ich muss mal eben nach oben gehen. Muss ich das mal eben zeigen, wie ich das dachte jetzt gerade. Hep.
Scheiße. Wo ist der Eingang hier? Ist der Aufgang? Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Seite hier, hier so, oder hier über Eck, sag ich mal, einfach so einen Balkon bauen will, ja, dann muss ich jetzt unten erstmal eine Foundation setzen, Wände setzen, dass es total kapp ist. Wenn man jetzt diese, wie früher es gab, diese Stahlträger hat, diese Teile, ja, dann könnte man runterfallen, das auch, könnte man die einfach auf den Boden setzen und gut ist. Boah, Leute, ey, das Haus, das wird der Mega-Knaller. Und ich glaube, die Raumaufteilung lasse ich auch so auf jeder Etage. Weil ich glaube, das passt dann so ganz gut mit den Wänden, mit den Dächern, mit den Flurs. Hier kann ich nämlich beide noch hinsetzen. Das passt. Dazwischen passt das. Und da an dem Vierer auch. Und da vorne auch an dem einen schon mal. Ja. Was ich dann auf der anderen Seite, wird dann ein bisschen schwierig werden, glaube ich. Hier setze ich auch eine halbe Wand runter. Oder eine ganze Wand. Weil im Prinzip ist das toter Raum hier. Den brauchen wir eigentlich nicht. Wenn man vielleicht hier oder so, also so nochmal ziehen, als Flur quasi. Genau. Jetzt habe ich natürlich keine Wände mehr da, ne? Keine Stahlträger mehr. Nope. Was sagt unser Gemüt? Wir haben auch ein bisschen Hunger. Gehen wir in die Küche. Oh, wir haben noch eine Lampe. Ich schmeiß mal einfach hier mit in die Küche rein. Ich brauche die Axt im Walde. Scheiße, so nicht. Ha, manchmal ist das mit der Steuerung ein bisschen doof. Zack. Und Hunger ist voll. Können wir uns jetzt eigentlich für die... Nö. Morphium geht nicht. Geht auch nicht. Gut, schade. Ich dachte, weil wir ein Herzchen verloren haben, können wir vielleicht... Boah, das wird eine Mega-Insel. Vor allem mit dem, was ich alles schon wieder vorhabe. Bucket Freshwater. So, Eimer ist leer. Saufen ist fast voll. Nehmen wir den nächsten auch. Jetzt ist... Jetzt müsste der mega Wasserbauch haben. Ja, wir machen noch ein bisschen weiter hier mit denen. Solarstills, Tarp ist keine mehr in der Nähe, schade aber auch. Aber ist ja kein Problem. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht, guck mal, ich bin bis dahin hingeflogen. Als die Insel hier ins Meer gefallen ist. Den schmeißen wir. Bitteschön. Ich weiß, es sind keine Delfine, aber okay. Ja, nochmal 3-4 Stück hierbei. Weil wir es können. Ich weiß, ich brauche noch Plan und sowas, alles andere für später. Jetzt haben wir wieder keine Steine mehr. Okay, das ist ja jetzt kein Problem. Crude Bandage, Cloth und Ducktail. Okay. Hobostoff, Fire Pits. Okay. Die machen wir uns natürlich auch jetzt in Kürze. Also alles nach und nach. So, wir speichern und dann mache ich die Folge auch jetzt zu Ende. Bau dann eben wieder um. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin, ciao.